Sattel, moin moin und herzlich willkommen, Lena, zu einer neuen, chilligen, ruhigen, entspannenden Folge 7 Days to Die mit der Rebirth-Mod hier. Ja, wie du siehst, Tag 21, gleich kommt die Horde. Den habe ich weggemacht, weil sonst kommen sie ja hier hoch. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht irgendwas anderes vergessen hier. Da gibt es noch erste Hilfe. Na toll, können wir gut gebrauchen. Hier noch irgendwen oder was? Sieht nicht so aus. Hier gibt es ein Loch drin. Waren wir hier schon mal? Sollen wir den mal gerade aufmachen? Gucken, ob wir das schaffen, bevor die Horde kommt. Ich bin gespannt. Ich hoffe, die kommen alle vorne rein, wo die Leiter ist und so. Gucken wir jetzt mal, ja. Was haben wir da drin? Toll, Knuckles. Die braucht keiner. Kannst du behalten. Ja, und ansonsten müssen wir gucken. Ne? Ich mache hier mal die Türe zu. Zur Not versuche ich irgendwie darüber zu kommen, dass wir uns noch ins Haus flüchten. Ich habe hier jetzt mal so links und rechts was hingebaut. Ich habe hier so einen Junk-Turret hingestellt. Die Leiter reicht nicht bis unten. Ja, die kommen hier nicht hoch. Aber wir können hier hoffentlich schießen. Hier hoch kommen sie auch nicht. Die müssten da unten drin randalieren. Ich hoffe, Elias und Briston schießen hier rüber. Sollten sie eigentlich, weil der Zaun ist auch weg. Wir werden sehen, ob es klappt. Wenn nicht, sind wir halt tot. Ne? Aber eine andere Möglichkeit haben wir gerade nicht. Wir haben jede Menge Munition für die Shotgun, für die Pistole und so weiter. Werden wir alles verbrauchen. Und ich glaube, ich habe es geschafft, 50 Schuss 7.62 Munition selber herzustellen. Dann war die Kohle alle. Wir lesen mal gerade den ersten Kommentar vom Kai, bevor es jetzt losgeht. Hey, hey, Edel, wieder eine klasse Folge. Die Idee, dass Luca, hoffe, der Name ist richtig geschrieben, ja, ist er, sich einen Namen ausdenken darf, finde ich richtig klasse. Wenn du jetzt noch anfangen würdest, mit der Crowbar die Zombies zu killen, nenne ich dich nur noch Mr. Freeman. Bitte was? Nee, das dauert zu lang. Kennst du die Horde nicht auf einem Dach deines Nachbarhauses machen? Das ist doch noch in der Range von deinen Helfern. Aber dann würde ich den Farmer mit zu dir hochnehmen, um dich vor den Geiern zu schützen. Bin noch sehr auf die Horde gespannt. Gute Idee, den habe ich vergessen. Den Farmer. Hallo hier. Na, die hauen alle hier rum, wie man sieht. Es ist lustig, dass sie durch die Gegend schießen. Keine Ahnung, wo die da rumhüpfen. Wir machen das mal langsam hier. Ich habe ja auch keine Ahnung, was da kommt. Was ist das für ein Vieh? Oh Mann, ich ahne Böses. Oh, bitte nicht. Mal gucken, wie lange es dauert, bis sie oben sind. Da ist irgendein Zombie-Leader da, seht ihr? Ah, ein Bully, okay. Lass das. Da ist noch einer, da ist ein Radioaktiver. Okay, wenn ich das so sehe. Wir müssen das Maschinengewehr leveln und wir müssen dringendst Munition dafür machen. Mal gucken. Hunde! Da ist die alte Hexe. Ah, komm her damit. Weg mit dem Radioactive Man. Wo klettert der rum? Weg mit dir! Wir brauchen dringend einen Schuss, genau. Das war's. Leer. So, jetzt haben wir hier noch 7 Schuss. Ende Legende. Auch gut. So. Wie sieht's aus mit Shotguns? Ich bin gespannt, wie lange das dauert, bis einer hier raufkommt. Den Hund habe ich übrigens drüben stehen lassen. Ja, das war mir zu gefährlich. Den armen Kerl hier sterben zu lassen, wegen mir. Alter, die sind alle da. Ich hoffe, ihr kommt noch nicht hier hoch. Das sieht nicht gut aus. Wie viel Uhr haben wir denn? 23 Uhr. Die Horde da unten an, ey. Was die da machen. Und Granaten und so wären auch nicht verkehrt. Aber die ziehen halt immer einzelne raus. Das ist schon mal gut. So, mein Block hier darf auch nicht kaputt gehen. Wir können leider nichts mehr skillen, ja, weil wir nichts haben.
Die Axt werde ich hier garantiert nicht skillen. Ich denke, das verstehst du. Also benutzen wir erstmal hier Shotgun-Muni. Da haben wir viel von. Das ist hoffentlich ganz gut. Ich glaube, die wollen sich da irgendwie eine Dingens bauen können, ne? Eine Leiter oder so. Genau, geht rüber. Ich muss sagen, das klappt besser, als ich dachte bisher. Aber auch nur, weil die Kollegen da hinten alles rausziehen, ne? Ja. Und natürlich die richtigen Brummer, die kommen noch nicht, ne? Das kommt auch noch dazu. Ich hoffe, hier kommt nichts hoch. Wenn hier was hochkommt, dann sind wir einfach nur Futter. So, jetzt sind sie drin. Jetzt ist keiner mehr hier. Jetzt hauen sie hier rum, ne? Das ist doof. 3600, okay. Den, nein, den. Dankeschön. Alle hier drin im Haus. Hier geblieben! Die schießen noch. Sind die schon hier dran irgendwo? Naja. Schauen wir mal, was da alles kommt. Ich glaube, da sind sie schon, ne? Ich weiß halt nicht, was die hier kaputt machen. Ich sehe das nicht. Die sind hier irgendwo dran. Da ist was kaputt gegangen. Auf jeden Fall sind sie hier drin. Das weiß ich. Das sollte ja auch nicht zu schwer festzustellen sein. Ja. Oh Mann. Ich bin gespannt, ob wir das überleben. Wäre halt besser, wenn die hier noch ein bisschen rumeiern würden. Scheint aber, die sind sehr, sehr schnell an den Blöcken. So, wie sieht's aus? 3607. Ist da schon wer dran? Ich glaube nicht. Wir können sie ja zur Not hinten hinziehen. Sollen wir mal gucken gehen, was hier los ist? Hallo! Kommt mal hier hin. Gucken. Interessiert mich, ob die hier hinkommen. Auf jeden Fall machen sie alles kaputt. Da unten ist einer. Aber hier können sie ruhig drin rumhauen. Das ist mir egal, das können sie kurz und klein machen. Bitte nicht mein Haus. Ist eigentlich ganz gut, dass sie hier kreuzen können, der Gegend rumhauen. Boah, lag. Aber richtig lag, du. Wir haben schon 4 Headshots und 21 Kills. Wow. Und das Beste ist, wir haben schon 4:12. Wir haben schon 2 Stunden rum. So, meine Damen und Herren, würden Sie bitte herkommen? Ja. Da hinten noch mehr. Ich habe ein bisschen Angst. Kein Schimmer, wo die sind hier. Ich glaube, die hauen auf den Dingern rum. Kann das sein? Wir haben echt Glück, ne? Keine Cops, keine Geier. So. Hallo? Oder warte mal. Doch, ich habe den doch mitgenommen. Ich habe den hier drin, ich Depp. Sollen wir den hier hinstellen? So, schieß mal. Schieß mal. Weißt du, ich hab den die ganze Zeit da drin und nehme ihn nicht mit, ich Idiot. Genau. Schön schießen. Alter Falter. Da rennt schon wieder irgend so ein Großer rum. Ich hoffe, ihr lasst mir die Bude da hinten ganz. Ich hab keinen Schimmer, wo die da unten rumhauen. Ich bin jetzt mal frech und mach das auf und schieb hoch. Dann können wir nämlich noch einen Kommentar lesen, auch wenn es sehr laut ist. Aha, da will wer hoch. Nicht mit mir.
Ja, gleich hab das geschafft, ne? Das noch welche. Genau, haut da hinten oben. Macht ihr gut. So. Der Klaus schreibt, moin moin, lieber Ede, das mit dem dritten Hund ist eine super Idee. Sobald Luca wieder fit ist, zeigen wir ihm diese Folge und dann geben dann Bescheid. So, was er sich ausgedacht hat. Wie immer, vielen Dank für die super Folge und liebe Grüße an dich und alle Edelauten von uns dreien. PS, kein Problem mit dem nicht vorgelesenen Kommentar. Okay, weiß ich Bescheid. Und mal wieder gute Besserung an Luca. Was auch immer er diesmal eingesammelt hat, der arme Kerl. So, 3607, guck nochmal hier. Nicht, dass dann doch sie irgendwo hochkommen, ich habe keine Ahnung. Wie sieht's hier aus? Ist da noch einer? Nein, hier ist sogar noch alles ganz. Okay, dann kann das bleiben. Der arme Kerl. So, 1.14 Uhr, das klappt gut, ne? Das klappt gut, muss ich sagen. Wahnsinn. Da kommt wieder hier Fisch aus Fritze. Ja. Die Granny. Ein Geballerer da hinten, ey. Unglaublich. Genau, runter da. Billy Bob. Der heißt echt Billy Bob. Wie geil. Ich kann nicht mehr, ey. Der heißt Billy Bob. Ich geh kaputt. Ja. Kommt her hier. Oh, wir sind Level 30. Das gefällt mir nicht. The enemies have ascended and thirst for blood. Oh nein. Sie sind aufgestiegen. Die 1500 Zombie-Kills haben wir jetzt gleich auch. Das heißt, es wird lustig werden. Ich hoffe auf guten Loot da unten drin. Die nächsten 7 Tage müssen wir uns echt darauf konzentrieren, Materialien zu farmen und mal anfangen zu bauen. Sind die alle hier in der Ecke? Kann das sein? Ja, ne? Kenn ich nix. Ich mach die alle kaputt hier. Stärke ist halt immer noch so. Zack. So. Oh, da kommt wieder hier ein Fetter an. Bulli oder was, ne? Noch ein Bulli. Korpulenter Zombie. Mhm. Hinten ist noch Türe zu, jawohl. Ah, die sind alle an der Ecke hier am Hauen. Solange da niemand hochkommt, ist mir das egal. Alter, sieht der aus, ey. Igitt. Igitt, guck's dir an. Junge, Junge, das ist hier die, ne, das ist hier die Sumo-Ringer-Fraktion. Holy shit. Nein. Okay. Nicht, dass ich da runterfall. Wir haben schon 2 Uhr, Leute. Das klappt besser, als ich gedacht habe. So, Bartonix schreibt, moin Ede, mal so ein Tipp am Rande. Achte auf Autos oder 2 Räder, die beim Rumfahren plötzlich auftauchen und vom Himmel fallen. Oder ungewöhnlich rumstehen bzw. aussehen. Diese kannst du benutzen. Dann mach weiter so. Liebe Grüße. Okay. Das heißt, die kann ich einsammeln fürs Reparieren von einem etwaigen Fahrzeug oder was? Oh Mann. Jetzt sind sie da auch durch. Lustig. Gleich 3 Uhr. Na? 28 will's schon. Yeah.
Ich warte. Ich warte. Meine Damen, laufen Sie nicht so schnell. Was war das? Jetzt kommt noch irgendein Boss hier, oder was? Ach, Natural Selection, da war es, siehste. So, das heißt jetzt spawnen oder kommen auch wieder ganz andere, ne? Es wird interessant. Zombie Lina Matteo ist da. Ha. So, 30 Kills. Oh Mann, 3 Uhr, eine Stunde noch. Komm, Leute. Das überleben wir. Das überleben wir. So. Uiuiuiui. Lalalala. Komm mal ein bisschen hin hier. Ich muss mal sehen. Sonst komme ich da nicht dran. Aber da liegen schon überall schöne Säcke rum. Ich freue mich. Ich glaube, da haben wir einen Kopf weggeschossen, oder? Nein. Die Olle rennt da noch rum. Langsam wird es gefährlich hier. Ich warte nur darauf, dass alles einkracht. Übelst am Leggen hier, ey. So. Zack. So. Oh yeah. Da kommen die nächsten. Oh Gott. Aber jetzt können wir wieder einfach reinhalten, das ist gut. Halbe Stunde noch. Wir könnten auch einfach machen. Jede Horde ein anderes Haus, so gefühlt, ne? Oh Mann, ich glaube, die ist gleich auch kaputt, wenn das so weitergeht. Aber immerhin, Geschicklichkeit haben wir bald auch gelevelt. Gut zu wissen. So. Sehr gut. Wunderbar. Da nochmal drauf. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Aber hey, wir schlagen uns gut dafür, dass das total improvisiert war. Aber wie gesagt, lange geht sowas nicht mehr gut. So langsam muss was Festes her. Ja. Schön. Bleibst du da unten? Kommst du nicht hoch? Mac-Speck. Das ist ein wahrer Mac-Speck, du hier, der Fetti. Der korpulente Zombie. So, jetzt haben wir wenigstens den Vorteil, dass nichts Neues mehr spawnt. Und wir sie nach und nach wegmachen können. Und dann können wir mal gucken gehen, wie es da unten aussieht. Jawohl, jetzt ist sie auch noch kaputt. Kann ich die reparieren? Nein. Brauche ich wieder ein Waffen-Repair-Kit? Verdammt. Naja. Genau, lauft alle da hinten hin. Macht ihr gut. Der ist auch weg. Dankeschön. So, jetzt sind sie alle hier unten drin, ne? Ich sehe halt nichts, aber das sind mir noch zu viele, als dass ich da runterspringen würde. Immer voll in Arsch, ey. Sorry für den Ausdruck. Sagt man nicht, aber ich sag's trotzdem. In den Poppes, so. Volle Kanne in den Poppes.
Das ist gut so. Guck mal hier, ne? Wir jagen den, dass der hier hin und her läuft. Der ist so dick, der muss eh abnehmen. Ja, deswegen ist das gut, dass wir dem in den Bobbles schießen. So, dann schreit der aua, aua und läuft im Kreis. Da sind sie schon, okay. Sehr gut. Die können wir wenigstens reparieren. Na guck, die bauen sich eine schöne, schöne Treppe hier hoch. Was ist der nächste kaputt? Raus da. Fettsack. Mal langsam Ruhe hier. Jetzt ist der weg. Jo. Alter Falter, ekelhaft, ey. Mal, wie viel Leben hat der Typo denn, ey? Das ist ja... Bleh. Die schießen und schießen und schießen. Das ist, glaube ich, nur noch der, ne? Jo, du bist der Geilste. Komm mit mir. Akzeptieren. Okay. Okay, haben alle hier rumgehauen. So, also Ruhe ist. Was haben sie hier kaputt gemacht? Hier haben sie was weggehauen und sind rein. Das waren wir. Dann haben sie hier rumgewütet, ne? Ja, da haben sie die Tür weggehauen. Aber das kann uns egal sein. Das kann uns egal sein. Haben es eigentlich ganz gut gemeistert, muss ich sagen. Ich hätte gedacht, es kommt schlimmer. Haben wir Glück gehabt. Und ich habe wirklich nur hier die paar Blöcke gebaut. Ja? Und oben die zwei, wo ich draufstehe. Also von daher eigentlich ganz gut. Lange hätte es nicht mehr gehalten, aber... Ne? Die wollten halt hier durchbauen, da wäre das bestimmt runtergefallen. Oder sie wollten hier so eine Treppe hochbauen. Wir kennen die Schlawiner, ja? So, was haben wir für ein Loot hier? Lass mal gucken. Schon wieder? Und erstmal direkt wieder hier. Ah, wir brauchen natürlich Waffenreparatur-Kits. So und so. Nichts Tolles hier. Aber gar nichts Tolles. Da, 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 da. Aber wir dürfen euch vergessen, du kriegst, glaube ich, nur die Teile. Du musst die selber bauen, die Waffen hier, ne? Wenn ich mich recht entsinne. Aber hey, wir haben die Horde gemeistert. Wir haben die Horde gemeistert. Nicht schön, aber selten. Und vor allem, wir haben überlebt. Besser als in unserem Haus. Muss man ganz ehrlich sagen. Und da liegt nur einer. Mit tatkräftiger Unterstützung unserer beiden Freunde hier. Aber immer gern. Habt ihr gut gemacht, Jungs. Habt ihr gut gemacht. So, da ist schon wieder eine Feueraxt. Da können wir gucken, ob die besser ist als unsere. Obwohl, wir müssten jetzt eigentlich soweit sein, dass wir, wenn wir die Axt gelevelt haben noch, dass wir Stahläxte bauen können. Dann können wir mal gucken, wie viel besser die sind als unsere Feuerwehraxt hier, weil eigentlich mag ich Stahläxte nicht. Kommt es mir nur so vor oder droppen wirklich viel mehr Äxte? So, das müssten wir auch noch zumachen. Das ist fatal, da kannst du reinklettern. Das will ich nicht. 5.47 Uhr hier, 13 überladen, verdammt nochmal. Da hinten haben wir noch säubere das Gebiet, da könnten wir gleich auch mal hingehen. So, rein da. Und schon können wir wieder laufen, ne? Jawohl. Übrigens, was ich total vergessen hatte. Schmelztiegel, ne? Können wir hier reintun. Dann haben wir einen. Jetzt können wir nämlich Stahl machen. Sehr clever von mir. So, gehört der hier rein oder gehört der hier rein für den Stahl? Weil hier können wir keinen Stahl machen, ne? Ne, wir müssen den ja brennen und hier drin machen. So, den kannst du mal auf Seite tun. Gib mir mal die drei Äxte. So, so, so. Noch ein Klauenhammer. Okay. Aber wie viele Klauenhämmer haben wir denn hier? So, 24,3. 19. 24,3. Das heißt, die ist schon mal weg. Hier haben wir 110 Schuss. Okay. Zweimal 24,3. Wie viel hat die hier? Wenn sie leer ist. Müssen wir jetzt mal rausholen. 25,9. Also immer noch besser. Können wir die anderen drei verkaufen. Alles klar. So. Zack, zack.
Du kommst gleich wieder mit. Ich würde sagen, unseren Shotgun Sam, den stellen wir jetzt mal hier hin. Kann ich den hier hinstellen? Geht das? Er sagt wieder nein, weil da das ist, weil da der Rand ist, ne? Wenn ich ihn jetzt hier hinstelle, dann fällt er runter. Das ist doch doof. Überlebt der, wenn ich den... Wir testen das mal aus, ja? Wir testen das mal aus. Gucken, was der sagt, wenn ich den hier draufstelle. Oh nein, doch nicht so. Bin ich mal gespannt. Darf ich dein Inventar sehen? Auf jeden Fall. Weg, 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 weg. Die behalten wir. Ah, die behalte ich auch mal. Ich weiß nicht, ob wir die noch brauchen. Weg. Weg. Den mal essen. Noch nicht. Den hier 38. Nein. 3600 haben wir jetzt. Damit können wir uns heilen. Brauchen wir aber nicht. Wir sind voll. Wir haben 0. 0 haben wir abgekriegt. Das war mal richtig, richtig gut, du. So. Alles klar. Das Ding muss weg. Bam, bam, bam. Machen wir auch gerade weg. Kriegen wir Schrauben, Nägel und Bretter raus. Eieieiei. Dafür brauchen wir es gleich wieder. Pass auf. Kann ich bei dir ein Repair-Kit kaufen? Nein, du hast nur die Hunde und so, ne? Jo. Genau. Eiserne Feueraxt, das haben wir ihm verkauft. Im Secret Stash Lehmboden. Farming Seeds. Mhm. Noch besser. Aloe Vera Blätter, da könnten wir Dingens draus machen, ne? So, kannst du für irgendwelche Gegenstände mit Heilungseigenschaften verwendet werden? Nee, ich würde gerne die Aloe Samen kriegen. Können wir die nicht auch daraus machen? Das ist Aloe Creme. Aloe Vera Blatt. Kauf mal 5 Stück. Dann hätten wir nämlich einmal Rezeptcreme Samen. Jawohl. Mache ich aber nicht hier, sondern im Mörser und Stößel. Das heißt, wir müssen nochmal hoch. Fangen wir mal an mit dem Kommentar vom lieben Sascha. Der schreibt: Hallo lieber Edo und alle Edelnauten. War wie immer eine super Folge. Danke für deine Zeit und Mühe. Nichts zu danken, lieber Sascha. Gerne, gerne. So. Es wird immer besser und besser hier. Also ein Aloe Vera Samen. Und dann ganz, ganz wichtig, das hat der Rolf geschrieben. Ne, meine ich. Ich meine, der Rolf hat es geschrieben. Wir müssen gleich blaue Fässer suchen gehen. Für Wasser oben, ja. Dass die mal Wasser kriegen und immer bewässert werden. So, dass wir da auch mal ein bisschen was ernten können und nicht nur zugucken, wie das Zeug da rumsteht. So, ein Aloe Vera Samen. Das scheint ja sehr, sehr wichtig zu sein. Hier, rein da. Ah, hier ist auch noch Aloe Vera. Na, umso besser. Aber man sieht's, Rainwater. Ne? Wir brauchen halt... Ach, das ist meine Bettrolle. Ich wollte gerade sagen, was ist das da? Es ist aber nicht das große Haus da, oder? Wenn das das Riesenhaus ist, dann... So, mein Freund, folge mir, du kannst mit. Treuer Gefährte. Das kann hier klein gemacht werden. So, Messing, zack, Start. Zack, Start. Batterie, nein, auf keinen Fall. Bleitrophäen, ja. Bruchsand, müssen wir mal gucken. Holz, nö. Kleiner Stein, Pflastersteine. Mach mal. Wer läuft denn hier rum? Geht's noch? Er schreckt mich nicht. Was ist hier? Was? Mercenary Trader Visit. Ah, wo ist der denn, wenn ich fragen darf? Wo ist der? Mercenary Trader, wo bist du? Läuft der unten rum? Da steht er. Hallöchen, darf ich dein Inventar sehen? So, Protection Tier 2. 3000! In a Mercenary Guild, a group of one Mercenary will come to your aid when you most need it. Cooldown 20 Minuten, Player Level 15. Shortcut Insert. Was sollen wir? Nee, lassen wir erstmal. Hostile Inside. Okay. Ja, Hostile Inside. Ich bleib mal oben. Der hat einfach angerannt, ey. Ich glaube, es hackt. So, bist du hinüber? Oder wo ist er? Der Hund macht selber die Türe auf, ist klar. Er geht wieder. Ist schon lustig, ne? Das ist so total anders, aber es ist geil.
Es ist geil. So, jetzt lass mal überlegen. Wir haben jetzt hier alles reingepackt. Wir könnten mal gerade gucken hier bei uns. Ich wollte nämlich... Ja, ist ja gut. Ich wollte lieber hier gucken, was ich noch für Bücher kaufen kann. Wir haben aber noch eins hinten liegen. Müssen wir mal gucken, ob wir das machen können hier. Ich glaube, hier hatten wir noch eins. Siehst du? So, zack, zack. Rein überall. Schmeiße ich jetzt mal das hier rein. Wer schmeißt denn da Mollys durch die Gegend? Was ist denn hier nicht richtig? Rahmenwürfel, Holzwürfel. Dann kommen die mal hier hin. So, das kommt hier hin, das kommt hier hin, das kommt hier hin. Die machen wir mal so. Der kommt dahin, das kommt dahin. Und jetzt können wir nämlich gucken. Erstmal wieder hier voll machen. Auf jeden Fall. Wir brauchen auch noch ein Waffen-Repair-Kit. Alter Falter. Was wir nicht alles brauchen. Was wir nicht alles brauchen. Aber erstmal gucken wir jetzt hier rein. Rezepte, was kann man da machen? Bei Stärke Miner 69er oder Motherload? Fertige machen. Mal gucken, ob wir das nehmen können. Können wir. Super. Du hattest nur den Motherload und keinen Miner 69er, ne? Deswegen war das dämlich. Doch, hat er auch. Hier. Und schwupp ist es weg. Dann haben wir nämlich schon mal mehr da rausgeholt. Und ein bisschen geskillt. Genau das wollte ich. Dafür will ich erstmal die ganzen Jetons benutzen, um uns ein bisschen hochzuleveln. So, der Uwe schreibt, mach aus kleinen Steinen Sand und daraus Glas. Aber warum? Wofür? Wir brauchen ja jetzt kein Glas mehr. So. Ach, ich muss doch hoch zu ihm. Ich muss noch hoch zu ihm gucken. Der hat, glaube ich, das Waffen-Repair-Kit. So. Schon lustig, dass der jetzt da vorne steht. Aber da ist er besser aufgehoben, als wenn ich ihn oben aufs Dach stelle, wo er nichts trifft. Firearm Repair Kit. Aber gerade so. Gerade so. Ist jetzt halt die Frage, benutze ich das hierfür? Oder nehme ich es lieber hierfür? Machine Guns 20%, 84%, 93%. Ich würde sagen, ich repariere die hier nochmal. Die hier. Weil wir haben einfach mehr Schuss dafür. Wir haben mehr Schuss dafür. So, was liegt hier alles rum? Brennende Hundehorde. Gratisfleisch. Her damit. Wir kommen nicht dazu, mal hinten zur Quest zu fahren. Das ist unglaublich. So. Aber man merkt, wie schnell wir jetzt schon zuschlagen. Ne? Das ist echt krass. Ich hab nicht genug Ausdauer. Was ist denn da los? Wo ist eigentlich der komische Druide hier umgefallen? Hm. Müssen wir trinken oder so? Warum ist denn unsere Ausdauer so leer? Sehr komisch. Sehr komisch. Und wieso ist die Türe hier offen? Türe zu. Meine Güte, kann ja so schwer sein. So, jetzt aber. Licht an. La, 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 la. Auf geht's. Ah, da liegt noch einer. Guck mal. So, wenigstens ist der komische Druide jetzt schon weg hier. Oder der Rogue, oder wie er hieß. Egal. So, radeln wir mal. Erster Kommentar vom lieben Rolf. Der schreibt, und jetzt auch am Plan einer neuen... Bin jetzt am Plan einer neuen Homebase. Das Haus und die Garage sind leider schon zu klein. Ich sag ja, du hast ein Glück, das gibt's gar nicht, ey. Wahnsinn, was du ein Glück hast, was du alles findest. Aber okay, so ist es. Ich habe halt anscheinend extremes Pech. Was soll's, aber da kommen wir auch noch hin. Dauert halt nur ein bisschen länger bei uns hier. Ist ja nicht schlimm. Halt die Klappe, ich muss hier hinten ins Haus. So, in der nächsten Runde in der Alpha 21 werden wir dann, glaube ich, das Kompo-Pack erstmal weglassen. Die ist so schon schwer genug hier, die Mod. Hm? Dieses Haus hier soll es also sein? Ja, bitte. Wir wollen es kaufen. Was? Was ist das denn hier? Und was ist das? Ach, das ist wieder das Ding ins Haus hier, ne? Genau, das ist nochmal. Sehr schön. So, säubere das Gebiet.
Ich ahne Schlimmes. Ach, du bist das. Okay. Dann komm mal mit. Wir werden sterben. Hoffentlich nicht. So, dann schreibt der Rolf noch: Motherload ist Hauptader Bergarbeiter. Gut zu wissen. Da kommen sie schon da hinten raus, ne? Bello vor, wo bist du? Hallo. So, Birne weg. Lässt du den Hund in Ruhe hier? Alter! Voll der Kampfkläffer hier. Sieh richtig mit dem. Den Flummi. Hüpft er hier rum, ey. Nein, will ich nicht. Du weißt nicht mehr, wenn wir den Klamotten, ey. Will ich nicht. So, wie weit sind wir denn? Ich will jetzt hier Äxte 95%. Dann können wir dann auch wieder den Soldier leveln. Kamen die jetzt beide hier raus? Kamen sie. Was ist das für ein Haus? Hallo? Jemand zu Hause? Hundi? Oh nein, da geht's eine Klappe nach unten. Ich ahne Böses. Juhu! Wieso fehlt dir schon was hier? So. Schon wieder nichts Tolles. Wo bricht man in den Boden ein, dass ich unten in der Grube voller Zombies liege? Ich warte nur drauf. So, ich guck mal gerade, wie weit wir noch nach unten können. Wir haben nur noch zwei Kommentare vom Rolf, die lesen wir mal gerade vor. Einmal Eder als Hundeflüsterer. So würde ich mich jetzt nicht bezeichnen. Ja. Ich meine, ich habe auch in echt zwei Hunde hier, ja, aber trotzdem bin ich kein Hundeflüsterer. Da gehört viel mehr dazu. Bitte was? Mensch. Bitte hier. Ist ja nicht richtig mit dir. Oh, $12. $12. Sie hat $12. Was haben wir hier? Papier. So, und dann müssen wir uns auf die Suche nach Fässern machen. Danke. Ist jetzt oben noch was oder unten? Ich will nicht. Ja, genau. So, was hat der hier drin? Dollars, danke, danke. Alter, dieser Hund, ne? Dieser Hund? Aha. Okay, wir sind fertig. Das war's. Aber trotzdem, was ist das hier? Wir nehmen die mal mit. Ich glaube nicht, dass du das meinst, Rolf, aber trotzdem. Nicer Loot. Können wir wieder Hammer and Pliers machen, so wie es aussieht. Nur Müll hier, ey. Rohre und was weiß ich. So. Aber okay. Besser als nix. Ist hier eigentlich schwarz drin? Da nicht. Da auch nicht. Dann mach's ja klein. Braver Wauzi. Hast du gut gemacht. Hast du gut gemacht. Was kommt hier raus? Kleine Steine. Aber es wird schon besser. Man merkt, dass wir einmal reingeskillt haben, ne? Vielleicht kriegen wir irgendwann nochmal die Stärke auf 1. So, dass wir da auch mal was machen können. So. Der letzte Kommentar vom Rolf ist jetzt: Blaue Fässer stehen überall rum. Baustellen, Gärten, Garagen, Keller und so weiter. Aufnehmen und nicht zerstören. Ich werd's versuchen. Ich hätte jetzt gedacht, hier unten ist es schlimmer, aber okay. Ich beschwere mich nicht.
Auch mal gerne, was haben wir denn hier noch? Brennender Schaftmod, temperierte Klingemod. Haben wir beides schon. So, hier vielleicht auch mal Propan drin. Nur Kohle. Schade. Schade, schade. Aber so ist es. Können wir essen hier. So, was haben wir hier? Wieder das. Oh, kann man verkaufen. So. Gehen wir mal raus hier. Ab zum Händler und dann können wir noch ein paar Fässer suchen. Das war jetzt keine so schwierige Quest. Aber bin ich auch gar nicht traurig drum. So. Ist halt Stufe 1. Soll mir recht sein. Also, wie planen wir jetzt die nächsten 7 Tage? Ich würde ja sagen, überwiegend meinen, noch mehr meinen, so dass wir mal ein paar Blöcke bauen können und vielleicht schon mal unsere eigene Basis hinkriegen. Hallo, Herr Bär. Nein, Ruhe. Lass mich in Ruhe. So, dass wir mal ein bisschen weiterkommen. Der kommt uns auch noch hinterher. Ich glaube, es hackt. Da kommt ein Airdrop, den müssen wir auch noch holen gehen. Wieder alles auf einmal hier. Wieder alles auf einmal. Mach bloß die Türe zu, Hund. Wehe, du lässt die offen. Eieiei. Wo ist der Airdrop gelandet? Weiß ja kein Mensch, ne? Das ist unser Fahrrad. Doch, da. Wie weit ist das? Ah, 490 Meter, das sollten wir schaffen. Da sind ja immer gute Sachen drin, ne? Habt ihr gesagt? Werden wir gleich sehen. So. Are you gonna purchase? Sure doubted it, but you pulled it off. Hält die Klappe und gib mir hier. Ah, wie hört die denn? 24,4. Auch nicht besser. Weg da. Was? Muss ich erstmal. Gib mir die Munition. Dankeschön. So, hier. Verkaufen, verkaufen. Verkaufen. Weg damit, weg damit, weg damit. Weg damit. Sonst noch irgendwas? Das ist das hier. Das will ich da behalten. Soll nicht verkauft werden. Das kannst du verkaufen. Schon wieder 1300. Sonst noch irgendwas hier? Sieht mich danach aus. Firearm Repair Kit für 450. Mollys, Fischtacos. Nichts Besonderes. Nichts Besonderes. Bisschen Munition. Propantank für 1200. Ne. Das ist unser Schrott hier. Geschmiedeter Stahl. Stahlbrustpanzer. Selbstgebaute Schrotflinte. Nein. Auch nicht. Ich gehe dann mal. Ich brauche jetzt gerade keine Quest. Weil wir müssen sowieso. Was hackt eigentlich die Axt? Haben wir die jetzt auf 96? Dein Ernst? Der Bär ist da hinten. So, einmal rum hier. Oh Gott, wieder oben in den Karpaten, ne? Natürlich. Irgendwo da oben. Irgendwo im Nirgendwo. Mann, 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 Mann. Oh, ein Glück, ne? Ah, deswegen waren wir so schnell weg hier, weil wir überladen waren, ne? Wir sind jetzt auch noch überladen, aber nur ein kleines bisschen, deswegen geht das. Gott sei Dank, Mann. Wie soll ich denn da hochkommen? Sind die noch ganz sauber? Guck dir das mal an. Natürlich, einmal drum rumfahren. Da oben irgendwo. Da hoch müssen wir. Seid ihr des Wahnsinns? Fette Beute. Übrigens ein lustiger Film. Ja, zack, zack. Gib her, wir dürfen laufen. 3 überladen, was können wir wegwerfen? Wir können das essen hier. Tu mal hier hin, tu mal hier hin. So, wir können die wegwerfen. Sind wir zumindest schon mal nicht überladen. Das heißt, wir können nochmal laufen. Aber hier kommst du halt trotzdem nicht schnell hoch. Junge, Junge, Junge. So, jetzt aber. So können wir schneller laufen.
Dank unserem roten Tee hier. Da kommt er schon. Da hinten läuft auch noch jemand. Geh weg. Neck. Sag mal. Ich kann dir helfen. Lässt du hier... Da will der einfach unseren armen Hundi hier umbringen. Ich glaube, es hackt. Die sind echt unmöglich hier, ey. Da ist er. Ja, du mich auch. Ich nehme das mal gerade und bin dann wieder weg. So, wo ist das Fahrrad? Ja, gute Frage. Da ist das Fahrrad. Wer war das? Du? Nein. Das ist ein Zombie-Nerd. Da hinten kommt er. Der ist das, ne? Ach, Kamikaze-Zombie, okay. Weißt du, den Hund interessiert das nicht. Alter, ey, so. 98. Ich komme mir ein bisschen verarscht vor. Die wollen nicht, dass wir das schaffen. Habe ich das Gefühl. Da, im Busch. Lass den Scheiß. Jetzt verpisst er sich, weißt du? Wer ist das da? Miles. Aber danke. Alter, hatte der eine Monobraue? Hast mir auch noch was übrig. Mann, Mann, Mann. Wir wollen doch nur die Axt hier noch leveln. Oh, wir haben was gebrochen, wie ich gerade sehe. Das ist natürlich, ne? Die Kisten machen wir zu Hause auf. Was denn, Arm oder Bein? Gebrochener Arm, natürlich. Das war der Hund, garantiert, wetten wir. Wir müssen jetzt erstmal von Miles weg, der klaut uns die ganzen Zombies. Hey, Schwester Raviata, kommen Sie her. Dankeschön. Los ist, ey. Hier ist was los. Hier ist was los. Hier boxt der Papst, ey. Aber fahren wir nach Hause. Ja, und ich will hier meine Basis bauen. Viel zu klein übrigens, ne? Aber ich glaube, wenn wir Stahl gießen können, direkt können wir das direkt aus Stahl machen. Da haben wir das hinter uns. Weil das Aufwerten macht ja eh keinen Sinn, da es keine Punkte gibt. So, zack, zack, zack. Yay. Yeah. So, rein hier. Wumpti-bumpti. Den können wir mal lesen. Das kannst du hier lassen. Die macht 25,4. Die ist interessant. Wir gucken mal gerade, ob wir hier irgendwo noch diese da Kneifzange haben. 4 Stück davon. Da müssten wir eigentlich hier diese Hämmer in Pliers machen können, ne? Machen wir die hier. Hämmer in Pliers. Jo, aber die machen wir dann... Hier. Hammer and Pliers. Fertigen Sie mal. Dankeschön. Ja. Was dauert hier so lang? Ich glaube, die Trinkwasserflasche, die ist zu klein dafür, ne? Die ist zu klein. So, das kann hier rein. Ist hier auch schon einer drin? Da ist einer drin. Also da ist beides drin. Hier ist beides drin. Wunderbar. Dann kommt sie wieder zurück. So. Das lassen wir mal hier. Die beiden können auch weg. Hier können wir wieder klein machen. Alles voll hier. Alles voll. Messingtürgriffe. Weg damit. Weg damit. So, was für Rüstungssets haben wir hier? Hä? Altrüstung. Öffnen. Brauchen wir die? Nicht wirklich. Munitionspakete. Sag ich nicht nein.
Grober Schrot, schieß. Lol. Ist ja überhaupt nichts hier. Ist ja überhaupt nichts. Ja, was für ein hohlen Zahn. So. Mach zu. Verändern. 25,9. Immer noch besser. Schade. Aber so ist es. Weg hiermit. Special Missions hat er schon wieder. Könnten wir mal gucken. Was ist denn Special Mission? Zeig mal. Special Mission. Kybernetics. Silencer Schematik. Was muss ich dafür machen? By completing this mission, you will be rewarded with bla 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 bla. Okay, Silencer-Schematik und 2 Diamanten. The Trader Network has pushed their experimentation even further. They have been using zombies as a way to get rid of their competition and are now using Kybernetics to fight alongside the undead. Okay. To put up enough of a defense against zombies, but this is now a new threat. Ever wonder why their traders never get attacked? Suspicious, isn't it? Please go and investigate their use of these new prototypes so we know what we will be up against. Nehmen wir mal an. Wo ist das? 791 Meter. Okay, aber das machen wir heute nicht mehr. Das machen wir mit einer anderen Folge. Ich will jetzt erstmal hier gucken, dass wir einen Verband kriegen oder eine Schiene. Weil das macht Aua. Haben wir sowas hier? Das müssten wir eigentlich irgendwo haben. Irgendwo müssten wir eine haben. Frag mich nicht wo. Nein, nein. Oder wir haben doch keine. Das sind Federn. Nein. Da, siehst du, wusste ich doch. So ein Verband für den Fuß, aber passt auch an den Arm. So, 23 Minuten. Sehr gut. Hier konnten wir jetzt Stahl machen, oder? Schmelztiegel, Stahlform, geschmiedeter Stahl, geschmiedeter Stahl, Molten Steel ist hier. Sehr gut. 15 Stück! Wahnsinn, ich bin begeistert. Mal gucken. Mal gucken. Ich sag ja, das ist alles so, so klein Kleckerkram, ne? Wir müssen echt weiterkommen. Dass das hier mal vorangeht. Vorwärts. 1 Minute 22 und hier 167 Minuten. Das ist echt, da musst du dich dran gewöhnen. Und mit dem Molten Steel können wir hier dann Stahlbarren machen, ne? Schätze ich mal. Geschmiedetes Eisen. So, Pfeilspitzen, Raketenspitzen, Stahl. Hier oben wieder irgendwo übersehen. Stahl, geschmiedeter Stahl. Genau, guck, die machen wir dann hier. Sehr gut. Okay. So, wie lange brauchst du da, mein Freund? Sehr gut. Jetzt können wir mal gucken, ob dieser kleine blaue hier... Ich glaube nicht, dass das reicht, lieber Rolf, ne? Da brauchst du schon ein richtiges blaues Fass, oder? Kann ich das so daneben stellen, das bringt was. Eher weniger, ne? Sieht putzig aus. Gut, vergessen wir das. Wir brauchen die richtigen Fässer. Ja, derer wir leider keins gefunden haben, weil wir die Quest gemacht haben. Aber das ist ja nicht schlimm. Dit ist ja nicht schlimm. So, das haben wir. Haben wir die Axt jetzt eigentlich fertig gelevelt? 99. Du kannst mich mal. Die gehen wir jetzt auf jeden Fall noch leveln. Ist echt bei 99% stehen wir. Bei 99%. Aber wetten wir, jetzt ist nicht ein Zombie hier. Garantiert. So, immerhin haben wir schon ja 16:28 hier. Aber ich bin froh, dass wir die Zombie-Horde, die Tag 21-Horde, so gut überstanden haben. Hätte ich jetzt nicht gedacht. So, da ist ein Hühnchen. Jupp, die kann man garantiert auch wieder fangen, weil du kannst die ja beim Dingens hier... Hallo! Dein Ernst... Was ist das denn? Explosiv-Immun. Ich will den Zombie und nicht. Das hat jetzt natürlich nicht gereicht, ne? Es muss aber auch direkt wieder so ein scheiß Kack-schneller Mistfutzel sein hier.
Ah, ich glaube, die sind wieder da. Er liegt schon los. Komm, geh weg. Alter, fliegt der. Ah, guck mal hier. Sehr gut. So, das heißt, jetzt können wir in den Soldier leveln, ne? Genau, 0,3%. Sehr gut. Wunderbar, lass mal gucken. Charisma ist auf 1, Int ist auf 1, Consti ist auf 2, Dex ist auf 3, fast 4 und Stärke ist auf 1, fast 2. So, Level Action Rifles müssen leveln, unsere Machine Guns müssen leveln, also wir haben viel zu tun. Langsam müssen wir echt Richtung Munition gehen, weil mit der Axt kommst du nicht mehr weit. Würde ich mal behaupten. Auch wenn wir jetzt wieder mehr Schaden mitmachen. Ne? Jo. Guck. 10% mehr Damage, 10% mehr Trade, 10% faster Attack und Preserve Longer. Ergonomischer Griff, Stahlaxt und Wikinger-Axt. Okay, lass mal gucken. Viking-Axe. Geil. Wo? Wo? Wir brauchen eine Wikinger-Axt. Schnell gucken gehen. Da, 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 da. Das will ich sehen. So, kriegen wir die 10 Stahl hin? Ich hoffe doch. Da, 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 da. Es kann auch wieder nur mir passieren, dass ich dann, ne, wir bauen Schmelztiegel und dann vergessen wir den 3 Folgen lang da oben drin. Das ist wieder unglaublich. So, lass mal gucken, wie viel haben wir? 15. Wie kriegen wir hier raus? 15. 1-1. Okay, so, machen wir Platz. Hier müssen wir hin. Axe, Feuerwehr-Axt-Mod, nein, Viking-Axe, hier möchte ich haben. 7 von 10. Schrauben habe ich 1300, das ist kein Problem. So, 27. Wir haben alles, es fehlt nur der Stahl. Den kriegen wir jetzt gerade zusammen. Ha, guck mal hier, wir haben eine gekriegt. 24,6. Aber die ist schlechter als unsere, ne? Angriffe pro Minute 59 und die hier 55. Sie ist ein bisschen schneller. Sollen wir trotzdem eine machen? 25,5. 40. Ah, siehst du, ich mag die Stahlachs nicht. Die Wikinger-Axt ist schon cool. Guck mal, wir haben hier 32,6. Wir verändern die mal. Wir haben ja noch keine gebaut. So, wenn ich die jetzt ausrüste und hier zack, zack, verändern mache. Ja, 32,8. Und wir können noch mehr reinpacken, 2 Stück. Das heißt, wir könnten wieder unseren Red Remover reinpacken zum Beispiel. Und noch irgendwas. Was ist das hier? Jägermod. Kannst auch mal reinpacken. Gucken, ob die auch da reingeht. Es geht ja unten roundabout darum, jawohl, mehr Schaden zu machen. Siehste, perfekt. Brauchen wir gar keine Axt zu bauen. Hier können wir alles weglegen. So, da aber nicht rein. Wunderbar. Die zwei Sachen können wir direkt verkaufen. Haben wir ja ein bisschen Piepen hier. Weg, weg. Also es lohnt sich hier echt wirklich immer alles schön zu leveln und zu skillen. Ah. Sehr cool. Wir haben eine echte Wikinger-Axt. Gefällt mir. Wenn es dir auch gefällt, lass einen Daumen hoch da. Ich sag wie immer, danke für deine Zeit.